And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time, we were still in Spain, and we discovered a chessboard hidden on the lectern of the mausoleum of the De Vasconcellos, and it's a puzzle that we have to solve. You can only move the white pieces, so what we obviously need to do is to, put the red king into checkmate. So the knight, if you put him, let's say we put the knight there, then he will take this position and the king. So the king must move. We can't move to there, so the knight is actually... He could be beaten by that knight. No, he couldn't, of course. Sorry. That's a knight, it's not a bishop, okay. So that knight is actually not endangered by any other chess figure. So that means that the king must move to here, or to here. But if we were to put the... bishop to there. And that's the solution, okay. Seni, stopp halt. Schauen Sie. Was ist denn das? Das ist doch nicht etwa der Heilige Gral, oder? Unsinn, Senor Stoppard. Das ist der Kommunionskelch der Familie De Vasconcellos. Er wird seit fast 700 Jahren vermisst. Wow. Und? Greifen Sie zu. Ich kann das hier einfach nicht glauben. Oh, machen Sie schon. Leben Sie mal ein bisschen. Sind Sie sicher? Das hier ist der Moment Ihres Triumphes, Senor Stoppard. Sicher bin ich sicher. Na los. Dass möglicherweise tödliche Fallen eingebaut sein könnten, daran habe ich in diesem Moment überhaupt nicht gedacht. Tada! This isn't Zelda. There's no level up sound. Somit ist der Fluch der De Vasconcellos aufgehoben. Oh nein, die Gräfin war aufgeregt, als sie den verlorenen Kelch fand. Aber das Rätsel um den verschwundenen Ritter ist immer noch ungelöst. Nun, das kannst du jetzt vergessen und erstmal das Geheimnis der Templer lüften. Oh, ehrlich gesagt, ich habe der Gräfin versprochen, Don Carlos zu finden. Du hast was? Ich kann alles erklären. Du hast nichts Besseres zu tun, als einen verstaubten alten spanischen Aristokraten zu suchen? Die Gräfin hat mir den Kelch und die Suche nach dem Grab ihres Vorfahren anvertraut. Du bist genauso verrückt wie sie. Hast du nicht schon genug Probleme? Khan und die Templer? Es ist ein Teil des Ganzen. Der Kelch ist wichtig, das weiß ich. Die Schriftrolle hat uns auf den Ritter hingewiesen und ich muss ihn finden. Was dann? Weiß nicht, aber wenn der Ritter und der Kelch zusammengeführt sind, vielleicht weiß ich es dann. Diesen Kelch habe ich in Spanien gefunden. Ich weiß immer noch nicht, warum die Gräfin ihn dir gegeben hat. Nachdem er all die Jahre verloren war, hat sie ihn einfach einem Wildfremden gegeben? Indeed. Der fehlt doch wohl eine Krabbe in der Palme. Die Gräfin ist eine vornehme Dame. Du solltest sie nicht mit Meeresfrüchten vergleichen. Es würde mich nicht wundern, wenn zwischen dir und der Gräfin was gewesen wäre. Ist das dein Ernst? Sie ist alt genug, um meine Großmutter zu sein. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Let's take a look at the manuscript. So obviously the knight in the manuscript and the knight in the Church of Montfaucon, they are somehow related to the Vasconcellos and to Don Carlos. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. And he holds something in his hand, which is most certainly not a chalice. So we are missing a lens, I think, that we need to put on. Gehen. Okay, ich sehe dich später. Scroll of this knight. I'm not sure how the chalice could be possibly related
to the statue. Let's go to the Church of Montfaucon and let's have a look. To see whether, well, we can find out something new or whether Queen somehow used the chalice on the statue, even though that doesn't make much sense, but it could be worth trying. Just enter the church, please. Okay, there are these tombs. In one of those, probably Don Carlos lies. I think if we look at them, then we just get the same description as we got before. Ins Gebet vertieft. Yeah. Well, it must be. I think it must be one of those four graves. Eingravierte Bibel, yes. Schätze ich. Ich staune, dass Philippe Le Bel die. Yeah, these descriptions, they don't seem to have changed at all. Diese ganze Rüstung rum. Let us take another look at the statue. Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. The same that we saw in Spain. Wenn die Statue irgendwelche Geheim. So this, okay, we can't use that with that, but there is this disc at the end of this staff. Klar, ich könnte das Ende des Stabes einfach, aber wenn ich schon wie ein, außer einer Deportation. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem, am unteren. A hairline crack. Okay, this makes no sense, but let's try anyway. Yeah, that makes no sense at all. Nah, okay. Let's leave. We are still missing some item. We are missing a lens, and probably not just any lens at all. If we want to solve that puzzle, we need a special lens. Lens that is probably provided if we make more progress on the mystery of the Templars. Maybe we should have another attempt at solving this puzzle here. So we want to enter the sewers, but if we just try to go in there, the policeman will stop us. Hey. Yeah. Lassen Sie gefällig. So we need to make the policeman leave. Es tut mir leid, wann ich. Bleiben Sie da bloß. For this we need, to make the clown leave, because the clown entertains the policeman, so we need to get rid of the clown. Let's talk to him. Tagchen. So if you can remember, then we was got. Wollen Sie diesmal? We embarrassed ourselves last time by trying to juggle, and we can try again. Maybe we have more luck this time. Ich möchte bitte nochmal versuchen, die Dinger zu jonglieren. Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt? Nein, ich hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Pardon? Erlauben Sie mir, es Ihnen vorzuführen. Die Bälle bitte. Wenn Sie sich vollends blamieren wollen, bitte sehr, Monsieur. Okay, und jetzt zu meiner Geheimwaffe. Der Jongleur ist sprachlos vor Zorn. Er hätte jetzt gut als Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne ein Wort zu sagen. Und geht wutschnaubend fort. Hey, Sie haben einen von den Bällen vergessen. Hey! Aber er hört mich. Noch besser, ohne sein Unterhaltungsprogramm, langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen geht. Aha. And now we can enter the sewers.
Well, those two just stand there, like statues of marble. Okay. There's a boat with a hook attached to it, and there are three. Die Regenschauer neulich haben den Wasserspiegel etwas ansteigen lassen. Three walls. Aber zumindest stinkt es dadurch hier nicht so tierisch. Was soll ein Bursche wie ich schon anfangen in der Kanalisation? Bitte keine Antworten jetzt. Let's take a look at these walls. Drei Bögen, jeder mit einer Inschrift. Die Mauer ist abgebröckelt und falls es mal eine Inschrift gegeben hat, ist sie längst verschwunden. Hm. Die Inschrift ist kaum zu entziffern, aber ich erkenne das Wort Templier und irgendwas über Unschuld. Hm. Aus der Nähe kann ich eine verblasste Inschrift sehen. Mit meinem mittelalterlichen Französisch ist es nicht weit her, aber die paar Worte, die ich verstehe, scheinen auszusagen, dass hier der Galgen stand. Oder so. Hm. Okay, let's we can pick up the hook. Der Haken wird von der straff gespannten Kette gehalten. We can't, because it's, yeah. The chain is too rigid. Auf dem Boot befindet sich eine Winde. Ah, okay. But now we can take the hook. And I suppose that we need to use the hook in order to bring down one of these walls. It doesn't work like this. Maybe we need to use it on a different wall. No. No, that's not what we have to do, in fact. But this wall was different, wasn't it? Die Inschrift ist nicht zu entziffern. Der Putz ist hier viel schlechter erhalten als in den anderen Bögen. Warum wohl? Yeah, I wonder why. Can we use the tool to bring down this plaster? Haha. Hey, das klingt hohl. Zeit für ein wenig brutale Zerstörung. Aus der Nähe sehe ich, dass der Putz dort, wo ich durchgestoßen bin, dünner ist als drumherum. Und dahinter sehe ich ein paar Zahnräder und einen Hebel. Then just pull the lever and hope there are no deadly traps. Und ab die Post. Hey, cool. In dem Loch sehe ich eines der Zahnräder. Ah. Aha. So we use the hook on the clock, on the cock, to bring down this wall. Or at least remove the cock that's jammed in place, okay. Das ist ein Riss in der Wand. Durch ihn schimmert ein wenig Tageslicht herein. Let's have a look. Am Anfang war das Ende. Mit einem Ende durch unser feine Hand begann unsere Dunkelheit. Am Ende wird der Anfang sein. Das Ende unserer Feinde wird unseren Neubeginn ankündigen. Berichtet. Das militärische Gefüge ist in Bewegung. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Militärs ohne klares Feindbild. Werden dafür aber selbst zur Zielscheibe für Etatkürzungen. Wir haben mit Erfolg versucht, in den oberen Rängen das Gefühl zu verbreiten, im Stich gelassen und betrogen worden zu sein. Dort herrscht jetzt die Meinung,
Die Politiker seien an der Ziellosigkeit schuld. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Gut, Mademoiselle. Die Regierungen nehmen mehr Rücksicht auf die Konzerne als auf ihre eigenen Bürger. Eine Bodenströmung von Unzufriedenheit und Widerstand wird immer stärker. Die Konzerne werden zu groß und zu komplex, als dass ihre eigenen Manager sie steuern könnten. Blindes Vertrauen in die Kräfte des freien Marktes beschleunigt diesen Trend weltweit. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Der Glaube der Weltbevölkerung an die Politiker, die sie regieren, war nie schwächer. Wir haben es geschafft, bei allen größeren Regierungen die Vorausschau und Planung durch Hektik und unüberlegten Aktionismus zu ersetzen. Die Parlamente handeln aufgrund übereilter Beschlüsse, die weder ausgeführt noch widerrufen werden können, ohne dass sie das Gesicht verlieren. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Exzellent. Die müden alten Regierungen sterben langsam an ihrer eigenen Inkompetenz und unserer dezenten Nachhilfe. Das Jahrtausend ist fast vollendet und alle Vorbereitungen für die Geburt unserer neuen Ordnung sind getroffen. Fast. Professor, wo ist das zerbrochene Schwert? Wie beim letzten Mal besprochen, hat der Verlust der Handschriftenrolle unsere Suche, wie zu befürchten war, stark behindert. Und wie beim letzten Mal besprochen, haben wir Ihnen ein erheblich höheres Budget zur Verfügung gestellt. Was haben Sie mit unserem Geld angefangen, Professor? Wir gehen von der Annahme aus, dass die Tempelritter... There was a spelling mistake. Also, dass unsere Vorfahren... Moment mal, das hier sind die Templer? ...eine Fährte hinterlassen haben müssen, als sie die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Schwertes von Baphomet versteckten. Eine kleine Armee von Historikern und Archäologen arbeitet daran, diese Fährte für mich aufzuspüren. Ich hoffe doch sehr, dass diese Historiker und Archäologen vertrauenswürdiger sind als unser Freund Pigrem. Pigrem war loyal. Er versuchte, den Stein von Lochmaren zu beschützen, als die Haschaschin ihm zu nahe kamen. Und er hat versagt. Und bitte nennen Sie diesen syrischen Fanatiker nicht die Haschaschin. Er ist ein Mörder, schlicht und ergreifend. Da glaubt er aber selbst etwas ganz anderes. Er denkt wirklich... Ruhe! Muss ich euch daran erinnern, dass wir eine heilige Pflicht zu erfüllen haben? Ein Vermächtnis. Als Philipp versuchte, den Orden zu vernichten, verloren wir das Schwert und damit auch unsere Macht. Nun haben wir die Gelegenheit, es neu zu schmieden. Aber die Zeit ist knapp. Wir brauchen Ergebnisse. Keine kleinlichen Hackereien. Keine Entschuldigungen. Nun, Professor, Baphomet. Ja, natürlich. Entschuldigung, wir werden Baphomet und das Schwert finden. Mit oder ohne die Schriftrolle? Wir haben ein anderes Element schon gefunden. Mitten in Paris. Exzellent. Worum handelt es sich? Na ja, da sind wir uns zurzeit noch nicht ganz schlüssig. Ha! Aber meine besten Leute arbeiten schon daran. Und sie würden es ja nun wirklich besser sein lassen, an anderen herumzumeckern, Eklund. Ich habe wenigstens noch keinen von unseren eigenen Leuten umgebracht. Natürlich, der Kerl war der falsche Arzt im Krankenhaus gewesen. Marquet war ein Risiko. Eklund hat sich auf meine Ordnung dahin um ihn gekümmert. Ich bitte um Verzeihung, Großmeister. Ich wollte nicht... Haben Sie auch irgendwelche guten Nachrichten für uns, Professor? Wir kennen bereits drei der Elemente. Wir wissen, dass Klausner die Linse hatte, bevor er verschwand. Wo war er? In Syrien. Wir wissen, dass er dort angekommen ist. Aber danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Der Attentäter. Ich befürchte, ja. Es ist eine Schande. Klausner
war ein guter Agent. So we now know where the lens can be found. But before we're going to watch the rest of this meeting, I just want to show you. Am unteren Ende der Treppe sehe ich einen Lichtschein. Das ist ein sehr guter Augenblick, um vorsichtig zu werden. I want to show you another way in which you can die in this game. Ich höre Stimmen aus der beleuchteten Ecke. So we could just try and interrupt this meeting, but doing that is probably not a good idea, as you will see right now. Das ist es. Die Verschwörung ist entlarvt. Okay, keine Bewegung. Ich verhafte Sie im Namen... egal, Sie sind alle verhaftet. Endlich habe ich Sie. Ich kann die Angst in Ihren Augen sehen, als Ihr cleverer Plan in Scherben geht. Ihr werdet alle für eine sehr lange Zeit hinter Gitter gehen. Und eure Waffen könnt ihr gleich wegschmeißen. Damit beeindruckt ihr mich überhaupt nicht. Or do they? Yeah. So interrupting this meeting at this point is not a good idea. So let us restore and watch the rest of their discussion. Das hier wird unser letztes persönliches Zusammentreffen bleiben, bis wir das Schwert von Baphomet gefunden haben. Ich muss ja hoffentlich nicht betonen, wie wichtig es für uns ist, das Schwert zu finden. Ohne es wird unsere ganze Mühe umsonst gewesen sein. Mit dem neu geschmiedeten Schwert aber haben wir die Macht, allen Widerstand hinwegzuwischen. Das neue Jahrtausend wird uns gehören. Ah, yeah, because this... Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann um uns zu den Prinzen dieser Welt zu machen. Yeah, this game takes place at the in the year 1999, I think. It's supposed to take place in the year 1999. Which would have been three years in the future to when the game was released. Okay, today we've learned where we can get the lens that we need to use on the night in Morphocon, namely in Syria. And we finally learned what a broken sword has at all to do with this game. And when we'll come back, folks, yeah, we will go down there and take a look and go to Syria.